Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter und ohne weitere Umschweife widmen wir uns der ersten Zeugenaussage von Vera Mischen. Zeugenaussage: Der rote Umschlag. Ich erschuf Dinge und Vater hat sie verkauft. Dieser Umschlag kam nach meiner ersten Arbeit, die kein Gemälde war. Vater handelte es aus, alles. Ich erhielt die Briefmarke aus dem Umschlag. Nach diesem Job zogen wir dann in das derzeitige Studio. Ihre Aussage war sicherlich in vielerlei Hinsicht interessant. Nicht, dass die Zeugin es bemerkt hätte. Na schön, beginnen wir mit dem Kreuzverhör. In Ordnung, okay. Ich brauche mehr Informationen über diesen Fälscher. Diesen Drew Mischen. Kreuzverhör, der rote Umschlag. Na gut, mal schauen, was wir so aus ihr herausbekommen. Ich erschuf Dinge und Vater hat sie verkauft. Moment mal! Also, diese Dinge, die sie gemacht haben, damit meinen sie Gemälde, die identisch mit anderen Gemälden sind, oder? Je ähnlicher sie einander waren, desto zufriedener war Vater. Und ich auch. Sie sind noch ziemlich jung. Wann haben Sie mit dieser Arbeit angefangen? Als ich mein erstes Gemälde verkaufte, war ich 12 Jahre alt. Euer Ehren. Sie hatte doch keine Ahnung, dass sie etwas Verbotenes tat. Ganz ruhig, kleiner Anwalt. Sie sind nicht hier, um Sie gegen den Vorwurf der Fälschung zu verteidigen. Da ist was dran. Bitte sagen Sie uns noch mehr über diesen Umschlag. Diesen Umschlag, der sehr wahrscheinlich Ihren Vater umgebracht hat. Na gut. Dieser Umschlag kam nach meiner ersten Arbeit, die kein Gemälde war. Moment mal! Mit die kein Gemälde war, meinen Sie, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Gemälde bearbeitet haben? Ja, aber Vater hatte etwas erkannt. Er erkannte, dass mein Talent über Gemälde hinausragte. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Brief, den jemand geschrieben hat. Oder ein Fingerabdruck auf einem Becher. Oder eine Unterschrift auf einem Dokument. Ein Siegel auf einem Brief. Oh, klasse. Ich verteidige eine ausgebuffte Profikriminelle. Okay, ja gut. Aber sie wusste doch nicht, was sie tat. Und die 100.000 Dollar, die in diesem Brief versprochen wurden, waren der Anfang. Der Beginn eines neuen Geschäfts für Drew Mischen. Eines neuen Geschäfts? Die Herstellung von Objekten, die in Kriminalverfahren verwendet werden. Beweisfälschung, mit anderen Worten. Oh oh. Vater handelte es aus. Alles. Moment mal! Sie wussten also nicht, wie die Dinge, die sie herstellten, verwendet wurden? Ich liebe das Malen. Ich glaube, ich verstehe. Das Fräulein lebt in einer ungewöhnlichen kleinen Welt. Können Sie uns sagen, was mit den Dokumenten in diesem Umschlag geschehen ist? Vater hat sie unterschrieben und zurückgeschickt, glaube ich. Hat er die Anweisungen befolgt? Senden Sie den beigefügten Umschlag mit beigefügter Marke.
Das ist ein sehr wichtiges Detail. Denken Sie gut über Ihre Antwort nach. Ich erhielt die Briefmarke aus dem Umschlag. Moment mal! Was meinen Sie damit, dass Sie sie erhalten haben? Hab ich was Falsches getan? Sie haben diese Briefmarke nicht benutzt, weil sie gefährlich war, oder? Tödliches Gift auf der Rückseite. Atroquinin. Einen Moment, Stirny. Sie können die Zeugin nicht zu einer Antwort zwingen. Vielleicht verraten Sie es mir ja. Warum haben Sie diese Briefmarke erhalten? Stimmt etwas nicht? Sie war wunderschön. Ah. Sie meinen, es war eine Gedenkmarke? Ja, ich glaube, das war sie. Also, Sie wussten nichts von dem Gift? Ich schätze nicht. Also ist die Falle nur durch Zufall nicht zugeschnappt. Dank dieser Gedenkmarke. Das war ganz schön knapp. Nach diesem Job zogen wir dann in das derzeitige Studio. Moment mal! Sie meinen, Sie sind ins Studio Drew gezogen? Ja. Wir haben dort nur sehr wenige Leute gesehen. Ich begann damit, Bilderbücher zu malen. Dieser eine Job hat sie mit der kriminellen Unterwelt verbunden. Ich schätze, Herr Misham wollte in unserer Welt untertauchen. Wenn wir uns mit jemandem aus irgendeinem Grund treffen mussten, hat Vater so getan, als hätte er das Werk geschaffen. Also das war das Geheimnis von Drew Misham. Sie haben die Arbeit gemacht und er war das öffentliche Gesicht. Also, Sie wussten wirklich rein gar nichts, oder? Sie hatten keine Ahnung, in welcher Gefahr Sie schwebten. Anscheinend nicht. Was diese Gedenkmarke angeht, könnten Sie uns etwas mehr darüber sagen? Sie war sehr schön. Und mehr als das. Ja? Sie zeigte ein Bild mit Menschen, die ich damals gerne mochte. Das ist mal was Neues. Anscheinend haben wir da ein Kreuzverhör vor uns. Wenn Sie so freundlich wären, mit Ihrer Aussage fortzufahren, Fräulein. Die Briefmarke zeigte meine Lieblingszauberer, also behielt ich sie. Moment mal! Zauberer? Ich liebe mysteriöse Dinge. Schon immer. Obwohl sie in Ohnmacht fiel, als sie Herrn Hut sah. Du verwechselst mysteriös mit ausgeflippt. Vater nahm mich mit, als ich noch sehr klein war. Es war eine große Zaubershow. Ich liebte sie über alles. Siehst du? Siehst du? Ist Zauberei nicht großartig? Fein, toll, ja, sicher. Kein Grund zur Aufregung. Aber die Zaubertruppe löste sich kurze Zeit später auf. Ich war ziemlich traurig darüber.
Hat sie gerade gesagt, was ich meine, dass sie gesagt hat? Zauberertruppe? Wo habe ich das nur schon mal gehört? Der rote Umschlag kam, nachdem sie ihren ersten Job erledigt hatte. Also ist der Brief von ihrem Kunden, wer auch immer eine Fälschung brauchte. Apollo. Wir haben es fast. Wir müssen das Puzzle nur noch zusammensetzen. Eine tödliche Waffe in einem roten Umschlag. Und der Weg, den sie nahm, um Drew Misham das Leben zu nehmen. Jo, und jetzt sind wir wieder hier. Moment, okay. Aber ein ganz klein bisschen können wir eventuell noch. So, wir haben viele interessante Dinge von ihr gehört. Zum einen, was jetzt Fakt ist, die ganze Geschichte mit ja, der Briefmarke und dem Atroquinin. Es war also nur Zufall, dass die Falle nicht zugeschnappt ist. Das war das wichtige Stichwort, was wir erfahren haben. Es war nur Zufall, damals vor 7 Jahren hat es keiner gecheckt. Die Marke wurde halt einfach nur behalten, weil das Motiv so schön war. Und deswegen ging der Plan der Person nicht auf, die den roten Umschlag verschickt hatte. Und dementsprechend hatte Drew Misham dann jetzt 7 Jahre später dann irgendwie... Na gut, ist dann trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Dass ihr Vater dann plötzlich an der Marke geleckt hat und die dann auf seinen Briefumschlag geknallt hat. Weil offensichtlich hatte die Marke ja einen gewissen sentimentalen Wert für seine Tochter. Also das finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig. Dass er dann einfach schnell Schleck Schleck und Leck Leck macht und dann ist die Marke weg. aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Gut, das Entscheidende jedenfalls, was wir jetzt hier in der Aussage noch herausgefunden haben, ist, dass... Ja, genau. Die Briefmarke zeigte meine Lieblingszauberer, also behielt ich sie. Jetzt können wir einen wunderbaren Bogen spannen zu den Personen, die eventuell auf dieser Briefmarke zu sehen waren. Wir kennen ja eine gewisse Zaubertruppe, so ein ganz klein wenig. Vielleicht besteht er ja ein Zusammenhang. Diese Zauberer, die sie so mochten. War das der Haufen hier? Apollo, das ist doch kein Haufen. Verstehe. Trotzdem wundere ich mich. Warum sollte man so eine Gedenkmarke einem Geschäftsbrief beifügen? Gute Frage. Nun, hübsche Briefmarken sind immer besser und die Grammarai-Truppe ist unschlagbar. Aber der ganze Mordplan ist deswegen gescheitert. Ironie, nicht wahr? Staatsanwalt Gavin? Staatsanwalt Gavin? Grammarai? Was hat Gavin denn? Dürfte ich der Zeugin eine einzige Frage stellen? In ihrer Aussage sagten sie gerade, dies war ihre erste Arbeit, die kein Gemälde war. Bitte sagen Sie, was genau haben sie gemacht? Dürfte ich fragen, warum? Nein. Beantworten Sie die Frage. Schnell. Ah. Staatsanwalt Gavin. Sie sind eigentlich nie derjenige, dessen Ton mir nicht gefällt. Ja, er passt nicht zu mir. Verzeihung. Aber ich muss es wissen. Bitte, Fräulein Misham, sagen Sie es mir. Es war ein Buch. Eine einzelne Seite in einem Buch. Ein Buch? Bitte genauer. Es war ein handgeschriebenes Buch. Wie ein Tagebuch. Nein! Ich kann es nicht! Nein! F-
Was ist mit Staatsanwalt Gavin? Er sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Fräulein Misham, dieses Buch... war auf der Rückseite ein Bild mit einem Seidenhut. Ja? Woher haben Sie das gewusst? Einspruch! Staatsanwalt Gavin, die Angeklagte beantwortet all Ihre Fragen. Hören Sie auf, sie so zu löchern. Er hat Ihnen nichts gesagt, nicht wahr? Ihr schmutziger, besudelter Mentor. Nichts? Besudelt? Hä? Wer? Phoenix Wright. Wer sonst? Papst? Er hat Ihnen nie etwas über den Prozess vor 7 Jahren erzählt? Als er seine Anwaltsmarke verloren hat? Es war ein ganz bestimmtes Beweisstück, das sein Schicksal entschied. Ein gewisses Tagebuch. Auf seiner Rückseite war ein Seidenhut abgebildet. Was? Phoenix Wright hat durch einen gefälschten Beweis den Beruf verloren. Und der Fälscher, der diesen Beweis hergestellt hat, ist dieses Mädchen, das dort vor mir steht? Vera, sagen Sie es uns. Der Beweis, den Sie fälschten, wurde vor 7 Jahren vor Gericht verwendet. Wer bat Drew Misham, Sie, diesen Beweis zu fälschen? Wer war es? Wir haben uns nur einmal getroffen. Sie haben den Kunden getroffen? Und wer war es? Es war... Was ist mit Vera los? Sie starrt wieder Staatsanwalt Gavin an. Was? Was? Ist etwas mit meinem Gesicht? Ich erinnere mich deutlich. Ich erinnere mich daran, wer mir das Buch gegeben hat. Das Tagebuch. Wer war es? Vera! Der Teufel. Angeklagte Vera Misham. Zustand bewusstlos. Diagnose akute Atroquininvergiftung. Damit endet die Aufzeichnung des Prozesses über den Mord an Drew Misham. Vera Misham wurde während der Verhandlung von einem Unbekannten vergiftet. Die Dosis war fast tödlich, aber die Angeklagte kam mit dem Leben davon. Sie befindet sich derzeit in Intensivpflege und darf auf keinen Fall gestört werden. Auf den ersten Blick ein sehr einfacher Fall, bis er schließlich doch noch seinen wahren Charakter offenbarte. Der lange Weg zur Wahrheit bringt uns zunächst zu einem anderen Prozess. In mancher Hinsicht war es der Startpunkt von allem. Und genau dorthin müssen wir gehen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Fortsetzung folgt. Ah ja. Ihr habt es schon gesehen und ihr habt es schon gehört, oder? Das wird jetzt ein richtig schöner Nostalgie-Flash. Und ich freue mich schon sehr darauf, euch das Ganze präsentieren zu dürfen. Was ist da jetzt in der Verwandlung passiert? Wie wurde Vera vergiftet?
Was ist denn da? Also, ich meine, sie war doch die ganze Zeit und überhaupt und was soll denn da? Wer mag nur der bösartige Teufel sein? Ja, das und noch vieles mehr werden wir bestimmt mit der Zeit herausfinden, aber für den Moment machen wir jetzt erstmal wieder eine Pause und setzen das Abenteuer beim nächsten Mal gespannt fort. Ich sag jetzt allerdings erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.